Am Dienstagvormittag ist es auf der Kieler Straße zu einem Unfall gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei fuhr ein 53-jähriger Pkw-Fahrer stadteinwärts über die drei Spuren der Gegenfahrbahn, kollidierte dann mit einem Laternenmast, verlor ein Rad und kam erst rund 100 Meter weiter zum Stehen. Der Mann wurde nicht verletzt, kam aber zur näheren Untersuchung in ein Krankenhaus. Da es bei dem Fahrer keine Hinweise auf Drogen oder Alkohol gab, prüfen die Ermittler nun, ob eine Erkrankung ursächlich für den Unfall war. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen der Polizei dauern an.